Let's go. Und da fangen wir auf jeden Fall schon mal mit einer Karte an mit einem lustigen Namen. Luftiger Fresser. Ein Unterweltler-Fusionsmonster. Okay. So, DPS Gendermur. Ein generisches Synchromonster. Gimmick-Marionette, schreiendes Rind. Schreiendes Rind, Alter. Also die Gimmick-Marionette. Also Gimmick-Marionette auf jeden Fall ein Archetype, der hier Support bekommt. Da wurde auf jeden Fall auch schon ganz sehnsüchtig drauf gewartet. Aber ich finde die Bilder immer sehr... Also die sind sehr eigen, sagen wir es mal so. Dann haben wir Sankt des Unterweltler Schmied. Das ist, glaube ich, die erste Karte für... Genau, Unterweltler Schmied, das neue Archetype, beziehungsweise die neue Engine, die ab dem Set wahrscheinlich in jedem Deck zu sehen sein wird. Ah, ich hab's verkackt. Ich muss ja die Karten nach vorne schieben. Egal. Da haben wir unsere erste Shiny. Dunkle Magie, Spielkraft. Und das ist auch schon unser erstes Bingo-Blatt tatsächlich. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Die erste Shiny als erstes Bingo-Feld haben. Dark Magic Mirror Force. Deswegen darf die in meiner Collection auf jeden Fall nicht fehlen. Und auf jeden Fall eine coole Karte. Freue ich mich schon mal. So, dann haben wir Sequenz des Unterweltler-Schmieds. Unterweltler-Reflexion des Millenniums. Kochobos Hinamatsuri, okay. Die Namen sind schon mal insane. Und die Betan Fledermaus. Sehr gut. Gut, gehen wir mal rein im Pack Nummer 2. Tiefsee-Unterweltler. Die Jungfrau des Millennium-Mondes. Licht und Finsternis des Drachen. Da ist der Dragonlord auf jeden Fall schon mal drauf, den wir gerne als Monsterkarte sehen wollen, bitte. Flammendes Bombardier-Ungeheuer. Dora, Dora! Der ist natürlich auch auf meiner Wantliste drauf, ist ja klar. Den kreuzen wir erstmal ab. Dora Draco. Die Karte kann man auch in Tempai spielen. Ich habe gehört, es machen wohl nicht alle. So, dann haben wir Sangen Kaio. Was auch cool ist, weil wir gerade von Tempai-Drachen sprechen. Das ist die neue Trap. Die haben wir natürlich auch auf dem Bingo-Blatt. Da weiß ich auch nicht. Schreibt gerne mal im Chat, wie oft spielt man die oder spielt man die überhaupt. Aber davon hätte ich auch gerne ein Playset. Einfach nur zum Rumspielen sozusagen. Dann haben wir Besi. Dürfen natürlich keine Miming-Karten fehlen. So, und? Sind wir schon bei der Shiny? Nee, noch nicht. Interdimensionaler Materienversender und Memento. Okay, Memento, Schöpfungskönig. Also hier auch nochmal Memento-Support in Form eines neuen Fusionsmonsters. Memento auch leider kein Archetype für mich oder den Schlomo. Let's go. So, hier haben wir Lacrima des Unterweltler-Schmieds, das Fusionsmonster. Magie Dolce Dessert! Bam! Das nächste Bingo-Blatt. Und jetzt werden sich einige von euch wahrscheinlich fragen, hä? Magie Dolce? Ja, das ist auf jeden Fall ein Archetype, was mich gar nicht juckt. Aber hier sind drei süße Kätzchen auf dem Bild zu sehen. Hier, hier und hier. Und wie ihr wisst, sind Drachen, Katzen und schöne Frauen die drei Themen in Yu-Gi-Oh!, die ich am liebsten sammle. Deswegen darf so eine Karte natürlich nicht fehlen. Und da hat Colt 2 einfach schon zwei Karten. Sehr gut. So, weiter geht's. Und da haben wir Rusia. Abendstern Girsu. Das ist einfach eine normale, eine allgemeine Supportkarte. Da haben wir Necrorüst Prinzessin. Die Karte finde ich halt auch ein cooles Artwork. So, Sangen Kaio nochmal. Sehr gut. Playset schon fast voll. Leiden vom Weißen Wald. Okay, eine noch. Golem, der den Millenniumsschatz bewacht. Da haben wir wieder eine Millennium-Support-Karte. So, und die nächste Shiny-Karte ist... Bup, 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 bup. Auslöschen Lohe. Was ist das? Ah, das ist Exodia. Leider nichts, was wir sehen wollen. Schlimm? Weil dann ziehen wir die ja noch. Aber ich habe wirklich ein bisschen Angst, dass wir so ein Pack haben, wo oder so ein Display halt, wo kein zu wenig Secrets oder so drin wären. Das wäre echt, also da würde ich echt eine kleine Träne vergießen.
Nächstes Pack, Tiefsee. Ach, der heißt sogar Tiefstsee. Unterwäldler, okay. Gimmick-Marionette Rote Puppe. Und bei der muss ich sagen, das ist, glaube ich, die einzige Gimmick-Marionettenkarte, die hübsch aussieht. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben bei dem Artwork, muss ich sagen. Die ist weder cringe noch creepy. Also ich meine, nachts will ich die auch nicht unbedingt auf der Straße begegnen. Aber eine schöne Karte, muss ich sagen. Die gefällt mir. Aber ist jetzt trotzdem kein Grund für mich, mit Gimmick-Marionette anzufangen. So, dann haben wir Sequenz des Unterwäldler-Schmieds. Das Link-Monster für den neuen Archetype. Ragnar Reike, Selene Schnapper. Ragnar Reike, ein Deckthema, was im letzten Set rausgekommen ist. Das ist so eine Mischung aus Reptilpflanze und Insekt. Kann man wohl so als Engine spielen, habe ich bisher aber noch bei niemandem gesehen. Maybe mit dem neuen Support. Dann haben wir nochmal den Gendermoor. Meteora Drytron. Noch ein Archetype, was neuen Support bekommen hat. Drytron. Schreibt gerne mal im Chat, sind hier irgendwelche Drytron-Enjoyer, die sich über den neuen Support freuen. Wir hatten das Set aufgemacht, wo die ursprünglich erschienen sind, weil Schlomo die gerne spielen wollte. Aber das war leider so ein Deckbuilding-Set, wo man nach einem Display trotzdem nichts von dem Archetype hatte. Deswegen haben wir uns dann dagegen entschieden. Aber halt ein Ritualthema, was so ein bisschen stärker ist, sage ich mal, als normale Ritualthemen. So, noch eine Gimmick-Marionette-Karte. Service-Marionettenspiel. Der Fallen Einsammler. Und die nächste Shiny-Karte. Kommt schon, wir haben Bock auf ein neues Bingo-Blatt. Eine Trap. Und es ist der Unterwäldler-Schmied im Paradies. Leider auch nichts, was wir sehen wollen. Aber ich bin über jede Shiny-Karte auch froh, die wir noch nicht hatten. Also wenn es dann irgendwann sich doppelt, dann, naja, deswegen, die hat man noch nicht, deswegen alles fein. Let's go! So, da haben wir die schöne Jungfrau des Millenniumsmondes. Auch eine schöne Karte, finde ich. Lacrima. Betäubender Pilz, die hat man noch nicht. Donner-Support. So, dann haben wir Koshoboss Hinamatsuri. Ritter bewaffneter Drache, der gerüstete Ritterdrache. Den müssten wir, glaube ich, auf unser Bingo-Blatt haben. Zack. So, Valmonica waren wir gerade. Es gibt einen Duellanten bei mir auf Locals, der Valmonica spielt. Fand ich cool. Sonst habe ich noch niemanden gesehen. Wie findet ihr das Deck? So, dann haben wir schon 10. Das ist auf jeden Fall eine komplett mimige Karte. Aber alle, die auf der Sneak waren, werden die auf jeden Fall feiern, weil die hat ein paar Games gewonnen. So, vorletzte Karte. Nochmal den Gendermoor. Okay, den haben wir jetzt schon zum 10.000. Mal. Und die nächste Shiny-Karte. Yay! Das ist auf jeden Fall ein Bingo-Blatt. Nice. Susurus und die sündhafte Beute. Ey, nochmal Call 4. Läuft bei Call 4 und Road 2. Let's go. Ah, die ist auch süß. Die Press Part. Da haben sie nicht mal den Namen übersetzt. Das ist einfach der gleiche wie im Englischen, nur dass es hier wahrscheinlich Depress Part ausgesprochen werden würde. Aber das ist auf jeden Fall auch ein sehr lustiges... Also eigentlich ist es nicht lustig. Das ist hier ein Gepard oder was, der Depression hat. Aber die Karte ist trotzdem irgendwie witzig. Obwohl, ich würde eher sagen, 80% der Leute morgens sehen so aus, oder? Wecker klingelt, erstmal ausmachen und schlechte Laune haben. So, dann haben wir noch mal eine Rusia vom Weißen Wald. Villa der grässlichen Puppen. Das ist noch mal Gimmick Marionette. Unterwelt Reflexion des Millenniums. So, dann haben wir Wächter der stimmlosen Stimme. Das ist eine Supportkarte für Voiceless Voice. Obwohl Supportkarte wahrscheinlich ein bisschen übertrieben ist. Weil ich glaube, der Effekt an sich hat nichts mit dem Deck zu tun, aber der Name gehört halt dazu. So, dann haben wir nochmal den luftigen Fresser. Drytron Nu 2. Emblema Erlösung. Centurion Support haben wir hier auch drin. Und nächste Shiny Karte, Leute. Trommelwirbel. Mimik.
Ghoul! Neues Archetype, aktuell TCG only. Mimic Ghoul, Cerberus. Und das ist tatsächlich ein Flip-Archetype. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist es wohl auch kein schlechtes. Also Flip-Monster sind ja eher nicht so stark, sage ich mal. Ich glaube, die letzten Flips waren Shadol, die einigermaßen in Ordnung wären. Ich glaube, danach kam nichts mehr. Und das ist wirklich ein Flip-Archetype. Mimic Ghoul. Auf jeden Fall, also ich feiere, also ich werde es mir nicht bauen, aber ich finde die Artworks cool und die erinnern mich so ein bisschen an Streichboom. Gefällt mir ganz gut eigentlich. Und da haben wir nochmal eine alte Karte, die neu aufgelegt wurde. Kosmokönigin, die Königin der Gebete. Die kann man specialen, wenn ein Fieldspell aktiviert wird. Ist maybe ganz cool. So, da haben wir das nächste Bingo-Feld. Schocker Garnele. Und zwar ist es der Zapper Shrimp. Call 1, Row 4. Die finde ich mega funny, die Karte. Ist auch generisch. Synchro 2. Und ist dann ein Tuner, direkt wie, also man kann dann weiter synchronen. Und da haben wir direkt das nächste. Vulmina Statue des Heiligen Drachen. Das ist eine Pendelkarte, aber laut Shlomo ist sie wohl eher Support für Nicht-Pendel-Decks. Auf jeden Fall eine schöne Karte, wie ich finde. Und es ist ein Drache, deswegen ist es selbstverständlich auf meinem Bingo-Blatt. Call 5, Row 5 haben wir hier unten in der Ecke. Sehr nice. Nochmal den Lacrima. Wächter der stimmlosen Stimme. Drytron Nu 2. Gimmick Marionette kleine Soldaten. Die Karte hatten wir heute noch nicht. Die ist auf jeden Fall passend zu dem, was ich vorhin meinte, dass Gimmick Marionettenkarten normalerweise sehr creepy aussehen. Also guckt euch die mal an. So, eine haben wir noch. Eine kommen. Yay! Lichtend Sublimation Dragon. So. Noch eine Dragon-Karte. Hier. Call 1, Row 2. Damit sieht Row 2 schon sehr gut aus. Und die Shiny-Karte. Oh, es ist eine Ultra-Rare, Leute. Nein! Es ist der Schild des Millenniums-Dynastie. Ah, no. Let's go. Flammendes Bombardier-Ungeheuer. Villa der grässlichen Puppen. Die hatten wir noch nicht. Memento Schlafschaf. Das ist auf jeden Fall auch eine Karte, wo die das Artwork neu gemacht haben. Kosmischer Baum Irmistil. Den Rank. Quatsch, einen Link 5 Pflanzemonster. Okay. Ja, da ist sie! Magi Dolce Mini Miau Caroons. Auch ein sehr schöner Name. Und das sind die drei Kätzchen, die wir vorhin auf der anderen Karte schon gesehen haben. Jetzt als eigenes Monster. Guckt mal, wie süß die sind, ja? Sehr schön. Ganz selbstverständlich ein Bingo-Feld. Call 5, Row 1. Mal deutsche Mini Miau Caroons. So, und direkt die nächste. Bam, so muss das laufen. Finsternis End Evaporation Dragon. So, den habe ich schon gesehen hier. Dark End. Call 4 und da haben wir endlich das erste Feld in Row 3. Okay, jetzt füllt sich doch langsam mal. Dann haben wir Leiden vom Weißen Wald. Waldschliege, okay. So, dann haben wir die Drytron-Karte nochmal. So, nächste Shiny-Karte ist Link-Monster. Es ist ein Secret, Leute. Link. Nein! Oh Mann, hätte es nicht wenigstens der Hase sein können. Requiem des Unterweltler-Schmieds. Starke Karte, sage ich mal. Aber wir wollen die nicht. Weiter geht's. Licht und Finsternis des Drachen. Abendstern Girsu. Magi Dolce Dessert. Schocker Garnele. Sankt des Unterweltler-Schmieds. Schon 10. Okay, ich glaube, mittlerweile haben wir jetzt alle Commons anscheinend. Gimmick Marionette kleine Soldaten. Der gerüstete Ritterdrache. Und die nächste Shiny Karte. Komm, gib uns was Cooles. Mimic Ghoul, Erzunterweltler. Okay, wenigstens wieder eine, die wir noch nicht hatten. Nächstes Pack. Jawohl, da haben wir sie. Mond des geschlossenen Himmels. So Moon of the Closed Heaven. Call 3, Row 3. Und TLBR und BLTR.
Also bei manchen Entscheidungen bei den Rarities kann ich Konami nicht ganz nachvollziehen. Also die hätte ja Minimum eine Super sein können, aber ist halt so. Ich freue mich, dass wir die gezogen haben. So, dann haben wir nochmal die rote Puppe. Brucia. So, von der haben wir jetzt ein Playset. Den Tiefsee-Unterwäldler. Valmonika Werk. Interdimensionaler Materieversender. Ey, Silvi vom Weißenwald. Da haben wir endlich die zweite Weiße Wald-Common-Monster. So, dann haben wir den Lichtenddrachen. Den hatten wir jetzt auch schon. So, die nächste Shiny-Karte ist... Alter, das gibt's doch nicht. Mimikuhl-Raum. Ich sag doch, wir haben bald alle Mimikuhl-Karten. Paar. Kosmischen Baum, ihr Mistriel. Ich glaube, von der behalte ich auch eine. Die finde ich cool. Die Fledermiaus. Lacrima. Armstern Girsu. Schon 10. Gimmick-Marionette, kleine Soldaten. Valmonika Werk. Leiden vom Weißen Wald. Zweite Copy, gut. Und die nächste. Jawoll! Halte dich vom Weißen Wald fern. Und dank Super CP weiß ich, das ist Beware the White Forest. Zack, Call 3, Row 5. Ich finde, die sehen übelst cool aus. Also die Monster von Weißer Wald sehen cool aus, aber ich mag auch sehr gerne die Spell und Traps. Ich weiß nicht genau, was das hier sein soll. Ist das ein Männchen, der im Wald steht sozusagen? Und hier ist ein böses Monster in der Mitte oder was? Also das ist so eine Lore, mit der müsste man sich eigentlich auch mal beschäftigen. Aber die Karten gefallen mir auf jeden Fall sehr gut. Also über die hier freue ich mich sehr. Okay, Larvschaf, Magidolce Dessert, Ragnareike Selene, die Jungfrau, Necrorüst, nochmal eine Silvi, sehr gut, Falleneinsammler. Ich hab's schon gespoilert. Oh, das ist nichts Gutes. Ah, Service-Marionettenspiel und wir haben den Gimmick Mimikuhl-Meister. Ah, Mann. Okay, anscheinend muss ich doch ein Mimikuhl-Deck bauen. Ja, was soll ich sagen? Mimikuhl-Meister, unsere zweite Ultra-Rare. Weiter geht's. Lucia, Schockergarnele, Schlafschaf. Ey! Tatsächlich eine Common, die wir noch nicht hatten. Okay. Die Liga der Uniformen Nomenklatur streikt. Da sind Ojamas drauf. Ich glaube, das ist aber... Keine Ahnung, was das für ein Support ist. Will ich jetzt auch nicht lesen. Aber wir haben echt schon 12 Packs aufgemacht und die jetzt zum ersten Mal gezogen. Okay. Dann haben wir den Besi nochmal. Auch erst zum zweiten Mal. Die Panzu-Prinzessin. Reines Rind. Materienversender und nächste Shiny. Wieder nichts, was wir wollen. Magi Koloides Sol. Aqua-Empfänger. Punkt. Ach Mann. Ich glaube, es gibt auch noch eine Trap oder so mit Ojamas drauf. Die haben wir auch noch nicht gezogen. So, Kosmokönigin. Fledermaus. Die rote Puppe. Ja, hier, da ist sie, die meinte ich. Drei als einer. Lese ich jetzt aber auch nicht. Magidolce Minicats. Luftiger Fresser. Golem. Sanken Kaio. Und Shiny Karte. Link Monster. Okay, ist es diesmal der Rabbit? Oder gibt es auch Ultras und Supers als Link Monster? Wir werden es jetzt herausfinden. Ja. Wahre Valmonikanische Eintracht. Ja, wie gesagt, ich finde das Deckthema an sich von Valmonika ganz cool, aber kein Thema, was mich so richtig juckt. Deswegen ist auch eher so lala. So, die Karte, mit der starten wir auf jeden Fall schon zum 30. Mal. Der Unterwäldler. Drei als einer. Villa der grässlichen Puppen. Die Jungfrau. Gendermoor. Emblema Erlösung. Centurion-Karte, luftiger Fresser, Falleneinsammler und Zauberkarte. Oh, nochmal die! Halte dich vom Weißen Wald fern. Okay, es geht weiter. Selene Schnapper, Vulmina, Unterwäldler-Reflexion, Sequenz, der Golem,
weil Monika Werk Service Marionettenspiel End Dragon. Und da haben wir nochmal eine doppelte Karte. Auslöschen Lohr. Die Exodia-Karte. Schade. So. Licht und Finsternis des Drachen. Marionette Rote Puppe. Die Press Part, den hatten wir jetzt auch erst zum zweiten Mal bisher. Magi Dolce Dessert. Falleneinsammler. Ritterdrache. Kleine Soldaten. Emblema Erlösung. Und Desiree des Unterwäldler Schmied. Fusionsmonster vom neuen Archetype. Es fehlen ja rein theoretisch noch eine Secret und zwei Ultras. Let's go. Grässliche Puppen. Drei als einer. Baum Irmitril. Koschobus. Emblema Erlösung. Sang Kaio. Schreines Rind. Ritter Drache. Und die Shiny. Es ist ein XZ-Monster? Es gibt kein XZ-Monster, was wir wollen, oder? Nee. Gimmick Marionette Fanatix Maschinix. Alter, die Namen. Aber immerhin eine Karte, die wir noch nicht hatten. Das finde ich, wie gesagt, tausendmal. Also lieber Karten ziehen, die wir noch nicht hatten, als Duplikate. Ey, den hatten wir auch erst jetzt zum zweiten Mal. Der Pilz. Russia. Bombardierungeheuer. Die Press Part. Dora, das ist auch erst unser zweiter, by the way. Den will ich als Playset haben. Sank des Unterwäldlerschmieds. Emblema. Drytron. Come on. Shiny Karte. Please. Nein. Es ist ein Drytron. Methionis da Dragoniden. Ja, also ich kann halt mit den Drytrons auch nichts anfangen. Also ich finde cool, dass ein Ritual-Archetype mal ganz cool ist so. Oder ist da, naja, cool, aber es ist eine neue Karte, ja. Ja, nee. Das ist ein Fake-Drache. Ja, nee, der zählt leider nicht. Also ich wäre ja schon zufrieden, wenn ich kein Arrow-Display hätte, wo aus irgendeinem Grund nur eine Secret und zwei Ultra drin wären. Da würde ich mich ja schon sehr drüber freuen. Let's go. Bombardier. Pilz. Sequenz. Girsu. Dora. Nice, wir haben das Playset. Das ist schon mal gut. Materienversender. Lichtenddrache. Service Marionettenspiel. Und okay, es ist eine Synchro, Leute. Eine Synchro ist ein gutes Zeichen, oder? Ey, wenn es jetzt eine Synchro ist, die ich nicht will, flipp ich aus. Wirklich geklappt. Nice, Silvera, Wolfssämerin vom Weißen Wald. Geil. Also, es ist keine Quarter. Das wäre halt krass gewesen, ne? Wenn wir einfach passen zur Diabelle. Aber ich bin komplett happy über die normale Version. So, wo haben wir das Bingo-Feld? Damit hat Col 4 und Row 4 und 4 Bingos. Nice. So, die Liga der uniformen Nomenklatur streikt. Schockergarnele. Dessert. Licht und Finsternis des Drachen. Golem. Sylvie. Besi. Wächter der stimmlosen Stimme. Und die nächste Karte. Okay, XZ-Monster. Schade. Gut, hatten wir noch nicht. Aber Magi Dolce Königin Tiara Fraes. Bei der Karte muss ich aber dazu sagen, ich habe mir das Artwork wirklich ganz genau angeguckt im Vorfeld. Weil bei den Magi Dolce Karten sind halt oft Katzen dabei. Und wir haben hier einen Hasen, ein Eichhörnchen und hier ist ein Bird. Aber es ist leider keine Katze dabei. Deswegen für mich leider uninteressant. Vorletztes Pack, Leute. Das sind jetzt die drei letzten Packs, die ihr zur Seite gelegt habt. Okay, Sequenz. Drei als einer. Cosmo Königin. Vulmina. Mini Miaukatz. Schreiendes Rind. Materienversender. Dora. Ey, das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Dora versteckt die Shiny-Karte. Da ist jetzt Tempei drin, komm. Nein, das ist die falsche. Nochmal dunkle Magie, Spiegelkraft. So, wir haben den Schnapper. Die Liga der Ojamas. Reflektor Millennium. Baum Irmistril.
oder wie auch immer. Drytron Nu 2. Valmonica Werk. Wächter der stimmlosen Stimme. End Dragon. Secret oder Ultra? Secret oder Ultra? Oh Gott. Okay, Secret. Oh Gott, was haben wir? Traktus Unterwäldler Schmieds. Okay, also unsere beiden Secrets sind Schmiedkarten. Ja, ich bin, ich freue mich. Was auch immer. Enttäuscht wäre ich, wenn jetzt hier keine Ultra Rare drin wäre, um ehrlich zu sein. Weil das wäre halt Scam, würde ich finden. Letztes Pack. Ziehen wir mal eben den Temple Dragon. Let's go. Schocker Garnel. Schlafschaf. Liga der Ojamas. Pilz. Leiden vom Weißen Wald. Schonzehn. Necrorüst Prinzessin. Besi. Okay, Besi bringt mir Glück, oder? Oh, Leute, ich trau mich nicht. Ah. Oh, es ist eine Trap. Okay, dann kann schon mal nicht der Field Spell sein. Aber es ist auch nichts von den Sachen, die ich will. Es ist wirklich eine Super. Oh mein Gott. Es ist eine Super. Mir fehlt eine scheiß Ultra. Oh Mann. Das ist die Rache dafür. Für alle, die hier schon länger im Stream zugucken. Wir hatten ja, wie gesagt, schon einmal ein Display mit 5 Ultras. Das ist jetzt die Rache. Damit es wieder ausgeglichen ist im Hause Schlomo. Ach Mann. Und dann ist es nicht mal... Hätte es nicht wenigstens der scheiß Dragon sein können? Ah... Also, oh, das ist echt ärgerlich, muss ich sagen. Also, uns fehlt hier einfach eine Ultra. Wir haben 2 Secrets gezogen und nur 3 Ultras.